würde mal sagen, etwas niedergeschlagener Ralf Stegner. Ich kenne Sie schon lange, aber habe selten Ihr Gesicht so gesehen. Das ist das schlechteste Ergebnis der SPD heute. Woran hat das gelegen? Auf der Straße haben wir durchaus Zustimmung bekommen, gerade zum Kurs von Olaf Scholz. Das heißt, der Bund war nicht dagegen. Und wenn wir uns die Kompetenzentwicklung der SPD angucken, soziale Gerechtigkeit minus 16. Das hatten wir in vielen Bundesländern. Selbst beim Sieg im Bund gab es nur ganz geringe Zugewinne. Arbeitsplätze schaffen minus 20. Früher nicht abgefragt Außen- und Sicherheitspolitik. Sie stellen den Kanzler, die Verteidigungsministerin, ganze 20%, da sind Grüne und CDU in der Bewertung stärker. Kriminalitätsbekämpfung minus 13, Wirtschaft fördern minus 21. Ich will das nicht schönreden, das war ein Debakel für uns. Das war ein Debakel für uns und da gibt es nichts dran wegzureden. Immerhin etwas Positives gibt es schon, wenn die Rechtsradikalen aus dem Landtag verschwinden, gibt es wenigstens einen kleinen Grund, sich zu freuen.